Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge haben wir Kriegs Vermächtnis hier zur UC Vigilance gebracht und haben damit dann unsere Treue bewiesen und unsere Integrität bewiesen, würde ich sagen. Und jetzt geht es darum, dass wir die Crimson Fleet zuletzt noch auslöschen. Wir haben auch festgestellt, dass wir ein bisschen zu wenig Beweise gesammelt haben, leider. Wir deswegen nicht so viel Unterstützung vom MESS bekommen, wie wir das gerne hätten. Jedenfalls gehe ich jetzt meinen Fahrstuhl und drücke hier einmal den Knopf und ihr drückt so lange am besten einmal den Like-Button, einfach um dem Algorithmus zu zeigen, dass ihr Lust habt auf das Projekt. Und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit mehr und wir stellen uns der letzten Schlacht. Wir können aber hier, glaube ich, weil ich würde gerne dann wieder mehr Waffen dran bauen. Wir haben jetzt gerade nicht so viele Waffen dran, ne? Wir haben jetzt noch dieses Schild-Ding und sowas dran montiert, und ich würde da aber eigentlich liebend gerne wieder zwei andere Waffen dran machen, aber ich glaube, das funktioniert. Hier ist das Gefängnis, ne? Ja. Na gut, ist ja egal. Dann müssen wir gucken, dass wir so vorankommen, aber ich glaube, die haben die Quest sowieso so gemacht, dass sie einigermaßen einfach ist. So, wir steigen direkt ins Cockpit. Und ich habe übrigens immer noch keine Namensvorschläge für das Schiff, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Namensvorschlag so wäre. So. Okay, ich muss mal noch ganz kurz gucken. Wir haben nämlich immer noch diesen Lungenschaden. Prognose stabil. Mal gucken, ob wir den kurz irgendwie heilen können. Ups, ja. Ah, das können wir eigentlich auch noch machen. Aber jetzt erstmal kurz hier ins Inventar. Hilfe. So. Also Lungenschaden. Heilt alle Leiden. Allheilmittel. Aber ich gucke erstmal, ob wir so eins haben, ne? Heilt Verbrennung, Prellung, Infektionen. Das steht ja oben hier, ne? Halt Gehirnverletzungen, Lungenschäden. Dann nehmen wir doch mal hier so einen geboosteten Injektor. So, dann sind wir das los. Perfekt. Und dann springen wir hier zur Crimson Fleet. So. Abwehrbatterie Alpha. Erstmal den Grab-Antrieb hochfahren. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready for liftoff. Und wir springen los. Seht ihr jetzt, warum ich eigentlich das gerne... Warte mal, ich gebe mal in die Laser noch mal einmal mehr. Okay, nächster. Ja, wir müssen erstmal die Schiffe ausschalten, Kollegen. So, und die Abwehrbatterie. Volle Breitseite. Volles Feuer. Nehmt sie ins Visier. Irgendwie sieht die Grafik von dem Ding echt scheiße aus. Die Schussgrafik. Komm schon, weg mit der Antriebsbatterie. Mit der Abwehrbatterie. Oh, gerade wollte sie uns ins Visier nehmen. Habt ihr das gesehen? Batterie ist erledigt, aber nicht alle Feinde. Darum kümmern wir uns. Lass mich einmal kurz looten, bitte. Gerade Schiffsteile hätte ich ganz gerne. Und Credits nehme ich natürlich auch. So. Frachtraum voll, nein! Nein! Abwehrbatterie, Reisen. Was sind 17.000 Kilometern? So.
Ja, wir feuern erstmal auf die Schiffe außenrum. Na, für wen denn sonst? Etwa für euch stinkenden Piraten? Ihr seid die schlechtesten Piraten, von denen ich je gehört habe. Na komm. Hat es die Batterie schon, warte. Würde gerne erst hier drauf. Na komm. Okay. Oh oh. Okay, unser Schiff ist unser Schild ist aber auch langsam ein bisschen am Arsch. Halt im Visier, los geht's. Komm weg mit dir. Du dreckiger Pirat. Volle Breitseite. Feuert aus allen Rohren. Wir fliegen zu Batterie Gamma in 13.000 Kilometern. So. Konzentration, Renegade. Du kriegst das hin. Ich kümmere mich erstmal hier um die Crimson Fleet Schiffe. Geht ihr auf die Batterie? Ja, kommt. Kommt nur her. Okay, wer will noch was? Du willst noch was. Oh, oh, die zielt auf uns. Oh nein! Nein, nein, nein! Komm raus, hast du Feuer! Okay. Aber wir müssen feuern, wir können nicht anders. Weil sonst greifen die uns nur immer wieder an. Oh, der zielt schon wieder auf uns. Nein! Nein, 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 nein! Oh, hoffentlich hat er gespeichert vor der Gamma. Oh nein, hoffentlich hat er gespeichert. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Welche Batterie haben wir? Okay, Gamma. Perfekt. Okay, nächster. Nicht der. Friss meine Raketen. Warte, ich glaube, für die Raketen muss gelockt sein, oder? Kann das sein? Ab wann können wir denn locken? So, okay, Locking läuft. Sehr gut. Und hier. Okay. Und runter mit der Batterie Gamma. Sie haben die Batterie erledigt. Gamma ist erledigt, aber die Fleet treibt sich hier noch um. Ja, Mr. Schoss. Nicht das
So. Kann ich da noch looten? Alle Batterien ausgeschaltet. Gut geflogen. Ach so, warte, ja. Okay, schließe ich der Schlacht am Schlüssel an. Das machen wir doch gerne. Rocklock, wir fliegen weiter. Was? Okay, offenbar haben wir uns verreist. Und dann probieren wir das nochmal. Da stimmt was nicht. Wo ist die verdammte Vigilance? Was verloren, Toft? Neva kümmert sich gerade um dein Flaggschiff. Ich würde nicht auf Verstärkung hoffen. Dann habe ich genug Zeit, um eure Schiffe aus der Leere zu pusten. Okay, Fleet. Dreifacher Anteil für den, der den Verräter ausschaltet. Alle Schiffe, Verteidigungsformation. Das ist nicht vorbei. Na, weg mit euch. Euch kriegen wir. Wir sind Marines. Lady Ludmilla, eine weniger. Nochmal einer weniger. Euch machen wir fertig. Wie sieht mein Schild aus? Schild läuft noch. Sehr gut. Okay, hier ist nochmal eine Ghost. Jetzt nicht mehr. Und hier nochmal eine Crimson Fleet. Ein Schiff von der Crimson Fleet, Entschuldigung. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Teilchen geschützt, okay. Gleich nicht mehr. Und dann locken wir das. Okay, runtergeschossen. Ich hole Kriegs Vermächtnis aus dem Wrack deines Schiffs. Hörst du mich, Verräter? Warum sollte denn Kriegs Vermächtnis am Wrack meines Schiffs sein? Hä? Das wäre doch richtig dumm. Hier spricht Commander Incande von der UC Vigilance. Gebt auf und macht euch bereit für die Enterung. Verdammt, Neva! Ich brauche mehr Zeit! Unser Flaggschiff ist da. Gleich seid ihr fertig. So. Na? Alle Crimson Fleet-Schiffe zerstört. Sysdev, Perimeter sichern. Wir docken an. Und rüsten uns zur letzten Schlacht gegen die Piraten dieser Welt. Wir steigen ein. Komm, Barrett. Los geht's. Willst du das haben? Ich weiß, du kannst mich aus irgendeinem irrationalen Grund nicht mehr leiden, aber das müssen wir jetzt gemeinsam durchstehen. Ihr nennt mich Verräter, seid aber selbst die größten Verräter an der gesamten Gesellschaft. Verräter,
Da hinten ist noch irgendwo einer, oder? Alter, lass Barrett in Ruhe. Was zum? Hör auf damit. Okay. Dockingbuchten gesichert. Die könnten mir ruhig übrigens ein bisschen Verstärkung mitschicken, ne? Nur mal so nebenbei. Aber stattdessen schicken sie mich alleine rein. Um den größten Verbrecher aller Zeiten zu passen. Also, das ist wirklich... Ich finde dich! Okay, zeig, was du drauf hast. Okay, ein Roboter weniger. Das ist schon mal sehr gut. Ein Vagabund weniger. Jasmine. Es tut mir leid. Ergib dich einfach. Okay. Es könnten sich ruhig noch ein paar mehr geben. Ich will eigentlich nicht alle erschießen. Wir gehen weiter. Aber ganz ehrlich, warum schicken die mich dann alleine da rein? Also, ich meine, ich komme damit jetzt schon zurecht und sowas, keine Frage. Aber wäre es nicht viel sinnvoller, da gleich irgendwie 10 Schiffe andocken zu lassen und dann irgendwie 50 Marines da reinzuschicken? Einmal kurz geknackt. Oh, Mist. Rückgängig. Das war nicht so sinnvoll. Hä, aber... Hä? Aber wir können das nur so machen. Okay, offenbar muss ich das hier auf jeden Fall irgendwie verwerten. Na gut, jetzt funktioniert's. Okay, ganz vorsichtig. Scheiße, sie haben TK. Nein, ihr könnt uns nicht abwehren. Ihr glaubt es nur, weil die Sister aus irgendeinem Grund einen einzigen nicht mal Marine vorschickt, anstatt halt da direkt mit 50 Marines reinzumarschieren. Das sagt gerade der Richtige. Erdseitige Pistole, warte mal kurz. Oh, die nehme ich mit. Die finde ich stilvoll. So. Trade Authority. Was, die gab es hier auch? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, dann hätte ich mich ja anders entschieden. Nee, Quatsch. Das hätte ich natürlich nicht. So, Last Nova. Bereit zum letzten Gefecht. Okay, Leute, los geht's!
Na komm. Ich sollte mir übrigens mal angewöhnen, warte mal ganz kurz, nur mal so nebenbei, hier, ich rüste mal einfach mal hier so eine Schrapnellgranate aus und muss dann noch rausfinden, wie werfe ich die, so schon mal nicht. Okay, ist auch nicht wie bei Fallout. Ah, okay, mit G. Du bringst Delgado überhaupt nichts. Ergib dich. Komm schon. Ergib dich, der UC Sister. Dann halt nicht. Jedes Verbrechen findet irgendwann ein Ende. Die Frage ist nur, wann. Jeder Verbrecher wird irgendwann geschnappt. Irgendwann macht jeder einen Fehler. Okay, warte. So, Last Nova, Barcomputer. Mehr Ratten. Diese Crew ist verflucht. Nicht genug, dass der Neuling eine Ratte ist. Nein, der Wurm hat der Sister of the Legacy quasi auf dem Silbertablett serviert. Selbst wenn wir diesen Kampf überleben, fehlen uns die Credits für einen Krieg. Maddie, meine Liebe. Wir sehen uns bald wieder. Okay, wir öffnen einmal die Türen. So. Erreiche das Operationszentrum. Na, das werden wir wohl hinbekommen. Selbstbedienung. Ich nehme mal kurz zwei Stimpacks. Oder zwei Medipacks sind das ja hier, nicht Stimpacks. Du hast mir das angetan. Ich kann tausende Credits in Sekunden verschlüsseln und neu kodieren. Aber sowas Simples, das habe ich nicht kommen sehen. Überhaupt nicht. Deinetwegen ist meine Bombe jetzt aktiviert. Und ich bin so gut wie tot. Welche Bombe? Warum ist die Bombe aktiviert? Da die Systef jetzt hier ist, kann sich die Crimson Fleet nicht erlauben, dass mein Wissen in die falschen Hände gerät. Als die Vigilance eintraf, hat Delgado sie aktiviert. Das ist so, als hätte er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt. Wenn deine Bombe schon aktiviert wurde, warum lebst du dann noch? Ganz einfach. Sobald ich diesen Raum verlasse, explodiere ich. Ende der Geschichte. Also verhungere ich hier oder gebe auf und mache dem schnell ein Ende. So stellt die Crimson Fleet sich meine Strafe vor. Mhm. Du wolltest die Bombe in deiner Brust doch. Du hast recht. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich den Grund für die Aktivierung direkt ins Gesicht sehe. Ich habe dich gut bezahlt, dich mit Respekt behandelt und dir mehr als einmal Ärger vom Hals gehalten. Schau mir in die Augen und sag mir, warum du das zugelassen hast. Wenigstens das schuldest du mir. Wie meinst du das, dass du mir Ärger vom Hals gehalten hast? Als Rechner hatte ich nicht nur mit Währung, sondern auch mit Menschen zu tun. Und einige davon nehmen Mitglieder der Crimson Fleet ins Visier und lassen sie töten. Wir sind nicht unbedingt überall willkommen. Ihnen Fehlinformationen zu schicken und ihre Slates zuzumüllen, war fast schon ein Fulltime-Job. Okay. Ich konnte dir ja wohl nicht sagen, dass ich für die Systef arbeite. Ich weiß nicht, was du von dir hörst. Na, schon lustig, das von jemandem zu hören, der ständig unehrliche Dinge macht. Muss ich das wirklich erklären? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Unehrlichkeit und Ehrlosigkeit. Ich erwarte nicht, dass du hier bleibst und dir mein ziemlich spektakuläres Ende anschaust. Warum verschwindest du nicht einfach und lässt mich in Ruhe sterben?
Ich schwöre, ich werde tun, was nötig ist, um die Bombe zu deaktivieren. Nach allem, was ich gesagt habe, würdest du mir trotzdem helfen? Ich muss ein totaler Idiot sein, weil ich dir glaube, obwohl es keinen Sinn ergibt. Die Bombe kann nur an Delgados Computer im Operationszentrum deaktiviert werden. Wahrscheinlich brauchst du seine ID, um reinzukommen. Ich weiß nicht, warum du mir hilfst, aber ich hoffe, das ist nicht wieder einer deiner Tricks. Siehst du, Kollege? Das ist das, was Ehre bedeutet. Dass man trotz aller Widrigkeiten seinen Werten treu bleibt. Okay, deaktiviere die Bombe. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen, ne? So viele Leben retten wie möglich. Weil es ist nur eine gerechte Strafe, wenn sie einen fairen Prozess erhalten haben. Das, was wir jetzt gerade machen, das ist einfach nur der Mittel zum Zweck. Ein notwendiges Übel. Wir würden sie alle festnehmen und auch einem fairen Prozess zukommen lassen. Das Problem ist nur, das ist ein bisschen schwer, wenn die Leute auf einen schießen. So. Okay, wir gehen mal weiter. Einer weniger. Aber dass die da halt schon auch so Level 2 und sowas haben, das ist ja schon krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man uns nur solche Schwächlinge hier entgegenhält. Das Barrett, okay. Behutsam weiter. Oh, Crabsticks. Ja, die nehmen wir doch mit. Na, Delgado, hast du noch so wenig Verbündete? Oh. Was haben wir hier noch? Sorry, dass gerade so wenig rede. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen auf das Gefecht. Was haben wir hier noch? Offenbar die Quartiere der Offiziere oder sowas. Das nehmen wir mit. Das haben nicht alles noch kurz auf. Und dann würde ich sagen, ich glaube, hinter dieser Tür lauert Delgado. Ich würde allerdings sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ne? In der nächsten Folge sehen wir dann, ob wir Delgado dazu bekommen, sich zu ergeben. Ich glaube es irgendwie fast nicht. Aber ich hoffe es natürlich, weil wir wollten ja versuchen, möglichst ohne Verluste durchzukommen.
Jetzt allerdings bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ne? Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like oder ein Abo da, einfach um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.